Hallihallo, liebe Kastler, Kastlerinnen und Domsianer und herzlich willkommen zurück zu Ultra Hardcore. Hallihallo und eine wunderschöne gute Nacht oder auch vielleicht einen kleinen guten Morgen oder so, denn der Mond geht langsam unter und da hinten geht hoffentlich gleich die Sonne auf. Ich wäre gerade fast runtergefallen. Okay. Tim, also wirklich, pass mal besser auf. Ja, also gar kein Problem. Okay. Ich kümmere mich erstmal um unsere Hühnchen gerade, ne? Ich denke mal, es wäre ganz gut, wenn du dir noch einen Bogen machst, weil wir brauchen wirklich Gold, weil sonst. In der Tat, also dann gucken wir, das. Hast du schon volle Rüstung oder noch nicht? Ich habe voll Eisen, ja. Du hast voll Eisen, okay, mir fehlt noch eine Brustplatte. Haben wir denn noch ein bisschen Eisen irgendwo? Ich habe noch ein Ingot. Ein Ingot, dann steck das schon mal in den Ofen, dann können wir das noch brennen. Und hier gebe ich dir gerade mal meine ganzen Seeds, dann kannst du die Hühnchen vermehren, dass ich mir auch noch einen Bogen machen kann. Alles klar, vielen Dank. Und ich werde da oben gleich, wenn es hell ist und die Spinne nicht mehr aggressiv ist, hoffentlich, mich da mal rüberbauen und versuchen, die zu killen, damit ich noch Seide bekomme. So, warte mal, ich habe hier noch eine Seide für dich. Ja, ah, wunderbar, dankeschön. Bitteschön. So. Ja, alles klar. Wo werden wir oder wo wollen wir später hingehen am besten? Was ich noch garantiert weiß, ist da hinten am Spawn, also in der Nähe vom Spawn war ja so eine Höhle und da hatte ich noch Eisen gesehen. Ich würde sagen, sobald es hell ist, geh du lieber an die Spinne, weil du hast voll Rüstung, wobei du hast jetzt nicht voll Leben. Ich auch nur 36, dann gibst du mir die Brustplatte dafür, okay? Ja, okay. Und dann gehe ich gerade mal dahin, also sobald die Sonne wirklich hochsteht, ich will da jetzt nichts riskieren, also keinen Lebensverlust, weil da hinten war eine Höhle und also vielleicht keine Höhle, aber da war so ein Höhleneingang und da war auf jeden Fall Eisen, damit ich mir halt, hast du noch Cobblestone? Einen, okay. Ja gut, da muss ich gucken, dass ich mit den 9 Stück auskomme. Na, ich werde jetzt aber sowieso erstmal noch 9 holen, weil ich brauche dann alles auch klar. Später. Eigentlich können wir uns auch mal zum Kirchendach verbinden. Dann kann ich das Kirchendach auch abbauen und dann habe ich ein bisschen Sandstone. Das ist auch eine gute Idee, würde ich mal sagen. Machen einfach alles kaputt, was wir nicht brauchen und gut ist. Würde ich auch sagen. Recycling, so Recycling. Kollektive Zerstörungswahn, finde ich immer gut. Ja, das ist mein grüner Daumen hier, was ich gerade mache. Wie dein grüner Daumen? Ja, mein grüner Daumen. Grün ist heutzutage, wenn du Sachen kaputt machst, um die Umwelt zu schonen. Und ich meine, heutzutage ist ja alles Umweltschutz. Wenn wir hier irgendwelche Gebäude abbauen, die die Umwelt verschandeln, dann ist das Umweltschutz. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber also das ist schon unheimlich lange her. Aber ich fand es ja relativ witzig. Ich erinnere mich gerade daran, keine Ahnung warum. Es gab ja mal eine Zeit, da waren diese ganzen Öko-Räder mit dem Ökostrom verdammt neu. Und das Ganze hat ja eher im Norden Deutschlands angefangen und damals gab es da einige Gruppen, die waren gegen Ökostrom, nämlich weil die, also jetzt speziell gegen Windkraft auch. Es waren diese Ökos, weil die sich diskriminiert haben. Nee, ganz anders. Ja, das waren schon Ökos, aber halt jetzt nicht die Ökos, so wie man sie sich vorstellt. Die waren dagegen, weil, Achtung, jetzt kommt's, weil diese Windkrafträder verschandeln ja die Landschaft und es ist ja total blöd. Ich meine, wenn sie jetzt damit gekommen wären, dass Vögel da halt auch ihr Leben verlieren und so weiter, wäre das ja einigermaßen verständlich gewesen, aber es verschändelt die Landschaft. Ich meine, hallo, geht's noch? Das ist doch bescheuert. Also einmal, finde ich, sehen die eigentlich echt ganz hübsch aus. Ja. Stellenweise, wenn man sie richtig anordnet und so. Ah, Spinne. Finde ich die eigentlich echt schön. Und zum anderen, aber also ich meine, ich kann sie ja auch ein Stück weit verstehen. Ne? Ich habe auch gern die Gefahr von atomaren Katastrophen als eine Weide, die man nicht mehr für irgendwelche Bergfeste benutzen kann, weil da Windräder draufstehen. Ich habe einen String. Da muss man einfach Prioritäten setzen. Ja, man muss auf jeden Fall Prioritäten setzen und Windkraft. Also Windkraft ist auf jeden Fall schädlich für die Landschaft. Ich meine, die Vögel sterben. Es ist ja nicht so, dass bei Atomkraftwerken nicht vielleicht... Ja? Hallo? Hallo? Hörst du mich? Okay, dann scheint es hier wohl ein paar technische Schwierigkeiten zu geben mit Skype. Skype-Anruf neu. So, machen wir gerade mal den Skype-Anruf neu. Ja, wir nehmen jetzt Skype auf. Oh Gott. Obwohl TeamSpeak die neueste Modeerscheinung ist. Zumindest auch fürs Aufnehmen. Ah, Tim startet gerade sein Skype neu. Dann beende ich das hier gerade noch einmal ganz kurz. Und dann schauen wir mal, was sich hier noch ergeben wird. Ich begebe mich jetzt aber auf jeden Fall mal hier in die Sicherheit des Hauses. Und hallo, ihr kleinen Hündchen. Ich werde mal schauen,
Ah ja, okay, hier haben wir den Apfel, also wir brauchen auf jeden Fall noch Gold und dann, wenn Tim jetzt so leicht AFK ist, werde ich mal schauen, dass, also sein Skype kollabiert, gut, also dann mache ich einfach mal Folgendes, na, geh rein du. So, ich gehe schon mal einfach da nach hinten zu dieser Höhle und hol das Eisen, ich meine, es ist Tag, das werde ich jetzt noch alleine schaffen, hoffentlich. Aber meine Spitzhacke war kaputt. Verdammt, meine Spitzhacke war kaputt. Ich muss mir eine neue Spitzhacke machen, aber das mache ich am besten gerade da hinten. Da sind auch noch Bäume. Ich meine, es ist Tag. Hier wird jetzt nichts Gefährliches rumlaufen. Denke ich mal. So, da ruft der Tim mich an. Hallo, hörst du mich? Was ist denn los? Hörst du mich? Hier? Hörst du mich? Ja. Hörst du mich? Ah, sehr schön, gut. Okay, also ich bin schon mal zur Höhle gerannt und mir ist aufgefallen, dass ich noch eine Spitzhacke brauche. Weil meine Höhle kaputt gegangen ist. Du weißt schon, komm einfach mal zu dieser Grünfläche, da bin ich gerade. Alles klärchen. So, ich brauche nämlich ein bisschen Holz noch, damit ich das schnell abbauen kann. Ich habe einen String bekommen, oder war das der, den du mir gegeben hattest? Ich habe dir einen gegeben, ja. Okay, dann habe ich keinen String durch diese Spinne bekommen. Das ist sehr ärgerlich. Ja, ich nehme gerade noch mal ein bisschen Weizen mit, weil ich nicht mehr gegessen habe. Hast du die Hühnchen schon vermehrt? Ja. Wunderbar. Ich habe auch nicht mehr so viel Essen. Genau, nimm mal gerade das Weizen mit und mach mir bitte auch gerade mal ein paar Brote. Dann schaue ich gerade mal, wo das hier ist. Ich war nämlich irgendwo... Ah ja, genau, hier war das. Ich traue mich irgendwie immer noch nicht so richtig rein. Weil wenn irgendwas ist, werde ich nicht mehr so richtig wegrennen können. Uiuiui, das wird schon schief gehen hier. Natürlich. So, ich bin jetzt gerade mal hier auf dem Weg darüber. Warte, war das hier? Ja, genau, hier war das. Hier habe ich Eisen. Sehr schön. Oh Mann, das ist hier so dunkel. Ein Eisen! Komm, hier muss doch noch mehr sein. Ja, das war's. Hier war ein Eisen. Wow. So. Das hat sich gelohnt. Wo bist du jetzt genau? Ja, ich war jetzt gerade da auf dieser grünen Fläche, wo ich halt dachte, dass hier richtig viel Eisen ist oder ein bisschen Eisen, aber da war nur ein Eisen. Ein einziges und das war's. Da war nicht mehr. Ich komme zurück, okay. Ich bin gerade auf der... Ich sehe dich. Okay. Ja, weil hier geht's auch nicht weiter. Ich dachte, hier geht's irgendwo weiter. Tut es aber nicht. Ist ja komisch. Ja, ist es. Ärgerlich. Ich dachte, hier ist jetzt so eine schöne Höhle. Oder ist hier noch was? Nee, auch nicht. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Hinter mir? Hä? Ich sehe dich nicht. Ach da, hallo. Hallo. Hi. Wollen wir vielleicht mal in die Richtung weitergehen? Oder? Hast du Essen? Ja. Ich brauche nämlich wirklich was zum Essen. Du kannst einmal hier Brote von mir haben. Hälfte Kartoffeln. Oh, das sieht gut aus, ja. Vielen Dank. Hälfte der gebratenen Kartoffeln kannst du auch haben. Oh, ja, sehr gut. Danke. Ich würde sagen, die Kartoffeln braten wir dann später noch. Wenn wir mal kurz Ruhe haben. Und bis dahin. Eine Kuh. Ah, Kühe sind gut, ja. Kühe sind gut, ne? Okay. Da geht's auch runter. Ja? Okay, dann schauen wir da mal nach. Sieht zumindest so ein bisschen so aus. Ne? Also pass. Nee, geht nicht weiter. Ich baue gerade mal ein bisschen was auf. Okay, dann gehe ich hier noch ein bisschen weiter. Hier ist ein See, hier sind Hühnchen. Die nehme ich gerade mit. Das lohnt sich nicht. Suchen wir lieber nach einem weiteren. Hier geht's auch weiter. Was ich mir... Ja, hier scheint's reinzugehen. Warte mal. Also... Ah, oh, ich muss vorsichtig sein. Das ist so tief. Wo genau bist denn du? Nee, das sieht auch nicht nach irgendwas aus. Warte, ich war gerade ein bisschen weiter nach hinten. Tim, dreh dich um und... nochmal umdrehen. Ich bin unten, so am Wasser. Jetzt bin ich im Wasser. Im Wasser? Ich schwimme. Du hast dich, glaube ich, falsch umgedreht. Dann drehe ich mich mal richtig um. Was ich mir überlegt hatte, wir könnten uns Boote bauen und mal gucken, ob wir irgendwo was auf der anderen Seite vom Meer finden. Weil hier ist ja überall so das Wasser, das bietet es eigentlich perfekt an, drüber zu schwimmen. Und vor allem, wenn wir im Wasser sind, werden wir nicht so leicht angegriffen. Dann machen wir das doch. Hast du Holz oder so? Nein, aber da vorne waren ja noch Bäume. Zwei ganze Bäume. Ja, die können wir noch fällen. Ach, okay, alles klar. Dann machen wir das doch. Genau, machen wir das. Davor sollten wir aber vielleicht noch die Hühnchen füttern und gucken, dass wir halt möglichst schnell schon mal aufbrechen, weil ansonsten haben wir ein kleines Problem, wenn es Nacht ist. Und ich sollte nicht immer so hüpfen. Rennen. Ich renne auch. Ja, hüpfen ist das Schlimmste, ne? Rennen geht noch, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht so genau. Ja, das ist... Nee, ja, es geht nur um die Sicherheit. Es geht um die Sicherheit. Das ist eine Frage der Sicherheit, Dominik. Ja, ist ja gut. Okay. Aber das Essens auch. Dann hol du gerade die Bäume. Ich gehe mal noch schnell zu den Hühnchen und füttere die. Nicht, dass die ohne uns verhungern.
Wird's dunkler oder täusche ich mich da? Es wird, ja, also okay. es wird Abend. Wir haben auch leider noch immer keine Betten, ne? Scheiße. Das hast du richtig erkannt, aber ich würde sagen, wir lassen uns dann, wollen wir es irgendwo anders dann erstmal eine zweite Herberge machen? Machen wir auf jeden Fall, ja. Da würde ich sagen, machen wir das direkt gleich vorbei. Wir haben nicht genug Baumaterial. Okay. Oder? Hast du genug Stein? Ich habe hab Stein geholt. Ja? So einen knappen Stack. Okay. Das hört sich gut an, ja. Dann machen wir uns einfach eine zweite Herberge irgendwo. Und hoffen mal, dass wir da vielleicht auch Schafe finden, weil das wäre perfekt. Ich habe gerade noch das Dorf ein bisschen ausgeleuchtet. Wenn du genug Steine hast, dann... So, Hähnchen. Mach ich noch Brote. Macht sechs. Okay. Alles klärchen, Bärchen. Kannst du auch ein bisschen Kohle mitnehmen, damit wir die Kartoffeln noch braten können im Notfall? Ich habe drei. Ich brate mal 5 Kartoffeln. Ja, okay, mach das. Behalt du halt mal 1, 2 Ruhe, damit wir die... Ah, jetzt wird's auch schon wieder dunkel. Wir sollten uns echt beeilen, damit wir wenigstens auf dem Wasser sind. Okay. Ich mache in der Zwischenzeit, wenn es alles brät, schon mal Brote. Okay. Wie viele? Für jeden 2? Ja, ich hoffe, das reicht. So, bitteschön. 1. Danke. 2. Ah, ich habe auch noch Weizen. Genau, ich mache mir auch noch welche. So. So, ihr Hühnchen. Ach, du hast die schon gefüttert? Ja. Ja, sieht man auch. Okay, das werden immer mehr, das ist sehr schön. Ja, das wird jetzt auch exponentiell mehr. In der Tat. Das ist, solange wir genug... Ach, Boote haben wir schon, okay. Ich hab, da hast du, oder hast du für jeden 2 Boote gemacht? Ich hab für jeden 2 Boote gemacht. Okay, falls eins kaputt geht. Sehr intelligent, Tim. Ja, richtig, gell? Da muss ich dich echt mal loben. Richtig intelligent bin ich schon wieder. Ja. So. Dann brate ich gleich mal noch 3 Fleisch und dann... Okay, also es ist Abend. Also wenn wir los sollen, wollen, dann jetzt. Okay, dann brate ich das irgendwie on the way. Ja, machen wir das. Also ich habe einen Ofen im Inventar. Komm, schnell raus. Nehmen wir den Apfel noch mit? Wir nehmen den Apfel mit. Ja, nimm den Apfel mit, aber jetzt müssen... Ich meine, was wozu? Eigentlich nicht. Ich meine, wenn wir sterben, sind wir eh draußen. Also ja, von richtig. Daher. Okay, dann gehe ich jetzt mal... Oh Gott, es wird dunkel. Ich hoffe, jetzt spawnt hier nichts gleich. Oh Gott. Schnell. Das wäre richtig mies. Okay, wo lang? Siehst du mich nicht mehr? Doch, ich bin direkt hinter dir. Okay. Schnell ins Wasser. Im Wasser sind wir sicher. Beeilung. Hoffentlich. Ich weiß nicht, im Wasser spawnt eigentlich nichts. Ich will, dass einfach so ein riesen Tentakel von unten kommt und uns greift. Ja. Oh. So. Okay, ich gehe noch ein bisschen vom Ufer weg, gleich direkt. Ah, okay, ich bin sicher. Das ist immer so schön, dass wenn man im Boot sitzt, man nicht sieht, wie viel Hunger man hat. Ja. Ich glaube, das ist Absicht. Das ist pure Absicht. Wenn man irgendwann verhungert, meinst du? So, wo fahren wir denn jetzt hin? Oh, und mein Shader backt hier schön rum. Sehr schön. Hm? Du hast meine Fahrbahn gekreuzt, ich habe dein Boot gehauen. Echt jetzt? Ja. Bei mir nicht, bei mir bist du noch weit entfernt. Aber das mit den Booten war ja eh schon mal so eine kleine Buggy-Angelegenheit. Das ist schon immer so. Ja, das war, ich erinnere mich noch an diese eine Battle-Staffel, wo man irgendwie die Boote im Wasser gesehen hat. Den Typen im Wasser sitzen gesehen hat, aber das Boot ist weggeschwommen. Das war so geil, dieser Bug. Das war sehr schön. Boah, ich muss jetzt hier gerade mal den Shader rausmachen. So, okay. Ah, da kommt Land. Da kommt Land? Ich sehe es noch nicht. Wo ist es? Ja, ich habe eine Minimap drin. Nein! Oh Gott, Tim! Nee, Scheiße. Nicht ersaufen! Schwimmen! Du musst schwimmen! Schwimmen! Du schaffst das! Die Arme und die Beine gehen dann gleich ganz von allein. Ah, da hinten ist Land. Cool. Ja. Sogar so ein schöner Wald. Ich habe ja so eine kleine Minimap drin. Gehen wir zum Wald. Da kommen auch gleich Höhleneingänge, so wie ich das sehe. Ja? Ja. Boah, wir müssen so aufpassen, es ist Nacht. Pferde! Und Pferde, ja, gut, aber wir haben keinen Sattel. Und da sehe ich schon ganz viele Mobs. Gott. Und da ist ein Skelett. Verdammt, das ist ein Skelett. Ich will weg. Okay, was machen wir jetzt? Gehen wir auf die kleine Insel. Oh Gott, jetzt regnet es auch noch. Oh Mann. Geht noch irgendwie schlimmer? Verdammt. Okay, was machen wir jetzt? So. Okay, genießen wir den Regen und überlegen uns mal, was wir da jetzt machen sollen. Schwierig. Sollen wir einfach da jetzt hingehen? Ich meine, da sind so viele Skelette, das können wir eigentlich vergessen. Ja, oder? Hast du recht. Okay.
Dann würde ich sagen... Wir überlegen uns das bis zur nächsten Folge. Ja, ist die hier schon zu Ende? Ja, so relativ. Okay, gut. Also nächste Folge gehen wir auf jeden Fall mal da weiter. Scheiß drauf, ob es nach ist oder nicht. Wir müssen halt dann einfach ein bisschen aufpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.